So, da sind wir wieder bei The Legend of Zelda Oracle of Ages und wir wollten in die Vergangenheit. Und da sehen wir hier einen Fluss. Aber wir wissen ja, dass hier etwas ist. Und zwar ein Schloss. Verdammt. Ach, verdammt, 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 verdammt. Aber jetzt haben wir hier natürlich auch noch andere Sachen. Ach, Mann. Mann. Ah, hier haben wir eine Höhle. Da könnten wir eigentlich mal reingehen. Aber erstmal legen wir hier wieder was anderes an. Was haben wir jetzt hier? Oh, oh, oh. Da haben wir was mit Bomben. Das können wir erstmal platt machen. Da braucht man ganz schön viele Bomben. Fällt mir gerade mal so auf. Und was kriegen wir hier? Einen Gasha-Kern. Jawoll. Ich habe zwar nicht die Bedeutung gefunden, aber egal. Es gibt hier auf dem Kugelkamm einen riesigen Wasserfall. Den musst du gesehen haben. Ja, ach, rate mal, wo ich gerade drin war. Gehen wir hier hoch. Na komm. So, jetzt sind wir wieder hier in der Nähe. Mal gucken, was wir hier so finden. Hier finden wir auch wieder interessante Sachen. Und auch etwas, was wir hundertprozentig aufspringen müssen. Und dann gehen wir mal rein. Ha! Kriegen wir jetzt hier den Schlüssel? Das ist ja natürlich cool, das wäre praktisch. 100 Rubine, das ist sensationell. Aber auch wieder nicht das, was ich haben wollte. Jetzt hüpfe ich hier runter, selbst wenn es wahrscheinlich ein Fehler war. Sagt nichts weiter, aber ich bin mit dem graziösen Goronen befreundet. Ganz im Ernst. Der graziöse Gorone trinkt täglich Lavasaft, um mehr Energie fürs Tanzen zu haben. Ich möchte auch welchen haben. Okay. Der Älteste ist voller Elan. Da kann ich nicht mithalten. Ich werde den ganzen Kugelkamm mit Donnerblumen bepflanzen. Okay. Boah, das war knapp. Na, mal gucken, was wir hier so alles bekommen. Der graziöse Gorone hat damit geprahlt, wie er einen schönen Schlüssel in der Grotte des Wasserfalls gefunden hat. Ich bin richtig neidisch geworden. Wo ist denn der graziöse Gorone? Ich sitze hier in den Frieden auf dem Kugelkamm und warte. Huch! Dass er einen Bruder... Ja, ja. Dann lass mir mal ein... Gewähr mir Einlass. Kugelkamm zu bewachen hat mein Leben Sinn verliehen. Ich möchte meinen Nachfahren ein Erbstück hinterlassen, das ihnen den Wert des Lebens näher bringt. Es wäre großartig, wenn du etwas Einzigartiges besorgen könntest. Ich sehe deine Bestimmung. Goronengeister offenbarten mir alles. Meine Güte, ich sehe dich in ferner Zukunft. Du sitzt in einem seltsamen Gefährt. Und ja, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Willkommen, ich gehöre der allerersten Generation der graziösen Tänzer an. Hier ist unser Tanzsaal. Die Goronentanz ist schwer in Mode bei allen trendbewussten Goronen. Wahnsinn. Möchtest du tanzen? Nur 20 Rubinen. Okay. Soll ich dir den Tanz erklären? Ja. Achte auf diese Lektion. Du musst den Rhythmus hören, wenn es losgeht. Dann wiederholst du diesen Rhythmus. Es gibt dabei zwei Arten. Drücke B, um diesen Klang zu tanzen. Drücke A, um diesen zu tanzen.
Okay. Kennen wir ja alles schon. Mal gucken. Platin. Platin? Wir achten nicht auf deinen Stil, solange du nur den Rhythmus hältst. Bin ich nicht ein toller Tänzer? 1, 2, 1, 2, 3. Das war nichts. Konzentration. Okay, auf zur nächsten Runde. Ich weiß nicht, wie ich runterkomme. Ah, verdammt. Irgendwas habe ich übersehen. Und hier habe ich gelesen, dass es für manche der Grund gewesen, warum sie aufgehört haben. Ja, komm, ich möchte tanzen, aber ich möchte nochmal die Anleitung haben. Was habe ich jetzt übersehen? Du hörst den Rhythmus, wenn es losgeht. Dann wiederholst du diesen Rhythmus. Es gibt dabei zwei Arten. Drücke B, um zu diesem Klang zu tanzen. Drücke A, um bei diesem Klang zu posieren. Es gibt 8 Runden. Für eine gute Leistung über mindestens 6 Runden gibt es einen Preis. Machst du 3 Fehler, ist der Tanz für dich vorbei. Es zu probieren heißt, es zu lernen. Alles klar? Ja. Ein begabter Goron-Tänzer. Du kannst in jeder Klasse mittanzen. Welche wählst du? Silber. Silber? Wir achten nicht auf deinen Stil. Ja, aber es ist immer nicht der eine Punkt da erklärt. Ah, zu spät. Nächste Runde. Hä? Was? Warte, hier ist der Fehler. B, B. Ah. Okay. Nein! Verkackt. Ah. Neuer Versuch. Okay, nochmal. Zu spät. Zu früh. Nein. Oh Mann. Ja, ich möchte es nochmal probieren. Nein, wieder falsch. Hä? Das war richtig. Oh, wenn keine Musik dabei ist, ist es echt schwer. Nein.
Das wird eine etwas längere Folge. Ich habe jetzt zum Glück noch genügend Rubine. Nein, einmal zu viel gedrückt. Ich habe selber gemerkt. Ey! Ich hatte gar nicht die Möglichkeiten. Ach du Scheiße. Das ist echt Horror. Okay. Oh, Scheiße. Nein! Hi! Okay. Ja. 7 der 8 Runden bestanden. Eine reife Leistung. Du bist beinahe so gut wie ich. Hier ist dein Preis. Du hältst 50 Rubine. Du hast Glück. Was? Ich will aber was anderes. Das ist so jetzt witzig. Ich weiß doch, was es hier gibt. Oh, das ist doch ätzend. Nein. Wir müssen im Platin das Ganze schaffen, glaube ich. Oh, weia. Nein! Ich drehe durch. Nein, aus dem Takt. Oh nein. Das ist doch echt Horror. Also man kommt hier halt nicht weiter, das habe ich jetzt, musste ich nachlesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe nur gelesen, irgendwann muss man dieses Spiel machen. Eins, zwei, drei. Ja. Eins, zwei, drei. Wow, ich hab's geschafft. Nein! Oh Mann! Hi! Ja. Nein, warum hat das jetzt... Mann.
Was? Nein. Ach, komm! Ja, nochmal. Alter, ist das nervig. Zwei, drei. Ich will nicht mehr. Oh Mann! Es ist einfacher, als es aussieht. Oh. Nein! Nee, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich gucke nochmal, ob es hier irgendwie einen anderen Weg gibt, das Ganze zu schaffen. Weil jetzt hänge ich wirklich hier fest. Ich hoffe, man muss das nicht wirklich machen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich und sage wie immer, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.